Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Carlsberg Dienstag. Dienstag ist Theorietag. Heute fangen wir mit dem wichtigen Thema Trainingslehre an. Ja, die Notwendigkeit der Bewegung soll heute im Mittelpunkt stehen. Viel Spaß nach dem Intro. Ja, das sehr umfangreiche Thema Trainingslehre möchte ich heute ein bisschen einfacher anfangen, sage ich mal, bevor wir in späteren Einheiten dann dazu kommen, was genau im Muskel halt eben passiert, wie genau im Muskel aufgebaut ist, die biochemischen Prozesse der Energiebereitstellung und so weiter und so fort, möchte ich heute eigentlich mal mit ein paar allgemeinen Ideen in der Trainingslehre anfangen. Ideen, die teilweise das, was wir in der KSH vermitteln, uns vielleicht von anderen Sportarten auch ein bisschen unterscheidet. Und was mir ganz wichtig ist, ich möchte, dass nach jeder Einheit, jeder Mensch, der meine Einheiten hier hört, auch wirklich was davon hat, dass er es mitnehmen kann und direkt einen Mehrwert daraus gewinnen kann. Starten müssen wir natürlich einmal damit, was ist überhaupt Training, dass wir uns einmal über den Begriff unterhalten. Und wenn man normalerweise jetzt irgendwo über Training nachliest, dann findet man immer, Training ist eine Anpassung des Körpers auf äußere Reize. Und in neueren Büchern oder modernen Büchern findet man dann immer noch, dass Training ein geplanter Anpassungsprozess ist. Da möchte ich gleich einmal ein bisschen zu erklären, weil das könnte eventuell dazu führen, dass man das ein bisschen verkehrt versteht, wenn ich von einem geplanten Prozess rede. Weil grundsätzlich ist mein Körper und der Mensch an sich Teil der Evolution und damit in einem ständigen Werden und einem ständigen Anpassen. Und es gibt für uns überhaupt keine Pause. Egal was ich mache, alles was ich am Tag vollbringe, wird dazu führen, dass mein Körper versucht, sich darauf anzupassen. Wenn ich etwas wenig mache, dann wird es wenig Anpassungsreize auslösen. Wenn ich etwas sehr häufig mache, dann wird mein Körper mehr Energie darauf verwenden, mich darauf vorzubereiten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich zum Beispiel mich den ganzen Tag mit Mathematik beschäftige, dann wird mein Gehirn versuchen, sich darauf vorzubereiten und mir werden irgendwann mathematische Abläufe schneller zu begreifen sein. Genauso, wenn ich jetzt mein Gehirn den ganzen Tag vor dem Fernseher entspannen lasse, dann wird mein Gehirn nicht gefordert. Der hohe Energieverbrauch meines Gehirns wird dann reduziert und ja, man baut dann gewisse Fähigkeiten auch im Gehirn ab. Mit meinem Körper genau das Gleiche. Und das betrifft nicht nur Muskeltraining, was ganz entscheidend ist und wichtig ist. Jeder Mensch weiß, dass wenn ich viel Bizeps trainiere, so, dann wird der Muskel stärker. Und wenn ich das dann wieder bleiben lasse, wird er schwächer. Nein, die Anpassung findet tatsächlich auch in Bereichen statt, wo ich sie so gar nicht haben möchte. Wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag sitze, dann wird mein Körper merken, dass ich viel mehr sitze, als halt eben laufe oder kletter oder was auch immer. Und er wird mich in diesem speziellen Bereich, weil er offensichtlich in meinem Leben ja benötigt wird, sehr gut vorbereiten. Und das führt manchmal dann zu Problemen, sobald ich wieder mich mit anderen Aktivitäten beschäftigen will. Und gegen der Natur haben wir Menschen uns natürlich angewöhnt, sehr viele Stunden am Tag zu sitzen, was wir in der Natur natürlich gar nicht kannten. Stühle sind eine sehr späte Erfindung gewesen. Wenn man sich in der Natur ausruhen wollte, dann hat man sich dann halt eben tief hingehockt. Und diese sehr künstliche Position bringt einige Probleme mit, die wir heute dann auch ein bisschen weiter besprechen wollen. Um jetzt zu verstehen, warum einseitige Belastung oder unnatürliche Lebensverhaltensweisen uns zu Problemen führen, fange ich am besten so an. Es gibt einen Spruch aus dem Englischen, use it or lose it, der unheimlich schön passt. Gebrauche es oder verliere es, beschreibt eigentlich unsere Anpassungsfähigkeit des Körpers. Alles, was unser Körper an Fähigkeiten uns zur Verfügung stellt, ist immer mit einem unheimlich hohen Energiebedarf verbunden. Und Energie steht in der Natur nicht grenzenlos zur Verfügung, sondern muss sparsam eingesetzt werden.
Wenn ich meine Muskeln nicht gebrauche, dann wird der Körper die auch wieder abbauen. Wenn ich mein Gehirn nicht gebrauche, wird mein Körper das abbauen. Und was ich sehr viel gebrauche, wird der Körper dann auch versuchen, entsprechend stark aufzubauen. Das Ganze betrifft auch unser Nervensystem, beziehungsweise die Muskulatur, die dafür zuständig ist, Bewegung zuzulassen oder nicht zuzulassen. Einmal, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, wenn ich ein Gelenk habe, an dem Muskeln sitzen. Ich habe euch hier nochmal ein Gelenk einmal mit aufgezeichnet. Ich werde später noch ein bisschen genauer auf das Gelenk einmal zu sprechen kommen, warum es so wichtig ist, dass wir es komplett benutzen. Erste, was ich aber einmal sagen will, jedem Menschen ist klar, dass unsere Muskeln über Sehnen und Bänder praktisch an dem Knochen ziehen und sich ein Knochen dann im Gelenk in die verschiedensten Richtungen bewegen kann. Etwas, was sich viele Leute nicht so richtig vorstellen oder sich wenig Gedanken darüber machen. Wenn ich mir vorstelle, das wäre der Knochen, der von meinem Muskel und der entsprechenden Sehne jetzt bewegt werden soll. Hier vorne ist der Muskel, der sich jetzt zusammenzieht und dadurch an der Sehne zieht. Dann hat man immer die Vorstellung, hier ist ein Bindfaden jetzt an diesem Knochen und wenn ich daran ziehe, dann bewegt er sich in die eine Richtung. Tatsächlich, wenn ich das jetzt ausprobieren würde, dass ich den Kugelschreiber auf den Tisch stelle und mit einem Bindfaden versuche, den Kugelschreiber aufzurichten, dann würde mir unheimlich schnell auffallen, dass der Kugelschreiber in alle Richtungen rumschlackern würde, es mir aber nicht möglich wäre, eine wirklich zielgerichtete, aufrichtende Bewegung herzustellen. Ich bräuchte dafür mehrere andere Bänder, nämlich mindestens zwei, die nach hinten absichern, im Dreieck gespannt. Und dann könnte ich kontrolliert einen Gegenstand aufrichten. Und so ähnlich funktionieren halt eben auch unsere Gelenke. Wir haben immer eine ausführende Muskulatur und eine absichernde Muskulatur. Und wenn ich eine Bewegung sehr selten oder nie ausführe, dann hat mein Nervensystem diese Bewegung nicht im Bewegungsrepertoire gespeichert und wird das Ausführen dieser Bewegung verhindern, weil unsere körpereigene Intelligenz sowieso weiß, ich bin in der Bewegung nicht trainiert, diese Bewegung könnte eventuell gefährlich sein für mich und deshalb macht die lieber gar nicht. Das hindert praktisch uns dran, dass wir anfangen, einen Spagat zu machen, wenn ich den nie vorher geübt habe. Meine körpereigene Intelligenz sagt, tu es lieber nicht, das ist nicht gut für dich, das macht keinen Sinn. So, wenn ich jetzt, und nun kommt der entscheidende Punkt, eine Bewegung nie ausführe, und jetzt möchte ich nochmal genauer auf das Gelenk schauen. Wenn wir uns diese Gelenkabsicherung jetzt einmal wieder vorstellen, mit vielleicht einem Maibaum, der aufgerichtet wird, vorne zieht jemand sehr kräftig und hinten halten zwei Leute vielleicht gegen und uns sichern ab, dass diese Bewegung nur so weit gemacht wird, wie sie geschehen darf, dann kann man sich wieder sehr schnell vorstellen, dass wenn jetzt diese Bewegung aus der vorgesehenen Bewegung ausbricht, dann werden hinten die absichernden Leute stärker ziehen, um die Bewegung zu verhindern. Und wenn ich eine Bewegung nie mache, dann wird mein Nervensystem diese Bewegung verhindern, indem man eine starke Absicherung durch starken Zug aufbaut, der mich in einem gewissen Bewegungsradius dann einschränken soll. Jetzt muss ich mir einmal vorstellen, dass wenn ich einen, oder am besten gehe ich wieder ins Gelenk, ich stelle mir das Gelenk vor, meine Gelenkpfanne und mein Gelenkkörper, der sich in dieser Gelenkpfanne komplett bewegen kann. Man sieht auf der Darstellung wunderbar, dass dort außenrum Knorpel gebildet ist, der verhindert, dass die Knochenhaut aufeinander reibt. Dazwischen bewegt sich noch ein wenig Gelenkflüssigkeit. Praktisch, dass die Knorpel auch gut geschmiert sind. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass auf einer Seite sehr stark gezogen wird und auf der anderen Seite vielleicht nur sehr leicht gezogen wird, dann wird uns relativ schnell fest auffallen, dass ich keinen gleichmäßigen Druck ausübe, wo der gesamte Gelenkkörper gleichmäßig aufgenommen wird, sondern der Druck verschiebt sich und ist auf einer Seite, nämlich da, wo stark gezogen wird, natürlich viel stärker auf dem Knorpel drauf als auf der anderen Seite. Und wenn ich jetzt mich ständig nur auf diesen kleinen Punkt der möglichen Bewegung, anstelle der ganzen Bewegung, mich ständig nur auf diesen kleinen Punkt bewege, dann habe ich dort natürlich ein
eine viel stärkere Belastung, als wenn ich das gesamte Gelenk immer vollständig durchbewegen würde. Und was verstärkend noch dazu kommt, dass ich nicht nur durch die kleinere Fläche einen viel größeren Druck auf diesen kleinen Bereich der Fläche halt eben bringe und dadurch den Knorpel zerstöre. Was noch dazu kommt, ist, dass ich mittlerweile weiß, oder die Medizin weiß mittlerweile, dass ein Knorpel über die Gelenkflüssigkeit in der Lage ist, Nährstoffe aufzunehmen und sich dadurch zu regenerieren, sich fit zu halten. Schönes, einfaches Denkbeispiel, das unheimlich gut im Kopf drin bleibt. Man stellt sich den Knorpel einfach wie einen Schwamm vor, der sich mit der Gelenkflüssigkeit aufsaugt, Nährstoffe bekommt. Und es ist ganz wichtig, dass dieser Schwamm auch wieder ausgewrungen wird, völlig leer wieder gemacht wird, damit er neue Gelenkflüssigkeit aufnehmen kann und regelmäßig praktisch so ernährt wird. Das ist das Problem, wenn ich einen Schwamm mir vorstellen würde, den ich mir hier in die Hand reinlege und ich drücke jetzt nur hier vorne immer auf den Schwamm drauf, dann wird mein gesamter Knorpel nicht mehr vollständig ernährt. Ich leide dann irgendwann unter Mangelernährung und wie alles am Körper kann ich sowas über einen gewissen Zeitraum kompensieren, aber ich werde irgendwann diese Kompensation nicht mehr aufrechterhalten können. Und wenn dazu noch kommt, dass ich eine sehr starke einseitige Belastung habe, dann kann mein Gelenk zerstört werden, große Schmerzen verursachen und so weiter und so fort. Ein Irrglaube, den man mittlerweile in der Medizin auch schon widerlegt hat, ist, dass durch viel Bewegen das Gelenk zerstört wird. In der Regel ist das nicht der Fall. Man hat sogar herausgefunden, dass oftmals Leute, die sich vielseitig, viel ihr Leben lang bewegen, deutlich seltener Gelenkprobleme haben wie Menschen, die sich, ja, ich sag mal, entweder nur sehr einseitig bewegt haben oder viel geschont haben. Also tatsächlich muss unser Gelenk möglichst viel bewegt werden, aber auch in der kompletten Bewegungsmöglichkeit. Und das ist ganz wichtig. Und wenn wir jetzt noch einmal das Beispiel des Sitzens wieder nehmen, dann fällt uns auf, dass viele Probleme uns bekannt sind, dass Menschen ein künstliches Kniegelenk, eine künstliche Hüfte benötigen, oftmals auch mit den Sprunggelenken vielleicht Probleme haben. Und diese Gelenkprobleme unmittelbar auch was mit dem Sitzen zu tun haben. Wenn wir uns zum Beispiel in die tiefe Hocke begeben, dann haben wir unser Kniegelenk nicht nur im 90-Grad-Winkel gebeugt, sondern wir gehen auf einmal wieder in die komplette Bewegung und haben einen Bewegungsradius, den wir sonst im normalen Alltag kaum noch erfüllen für unser Gelenk und die Ernährung dort dann praktisch gar nicht stattfindet. Auf der anderen Seite durch die einseitige Belastung sitzen und oftmals durch sehr einseitiges Sportverhalten, dass die Menschen dann vielleicht, wenn sie dann schon Sport machen, nur laufen gehen oder nur Radfahren oder. Auch die Bewegung an sich, die Muskulatur, die um das Gelenk rum ist, auch nur sehr einseitig bewegen, verstärkt das ganze Problem dann halt eben nochmal. Und damit das jetzt nicht falsch verstanden wird, das sollte jetzt nicht heißen, Radfahren oder Laufen oder so wäre nicht gut für das Gelenk. Genau das Gegenteil ist gemeint. Es wäre nur nicht ausreichend für mich, nach meiner Interpretation. Ich brauche unterschiedlichste Bewegungen. Ich muss mich so vielseitig wie irgend möglich bewegen, um das Gelenk in jeder Bewegungsmöglichkeit zu trainieren und auch um meinen Gesamtkörper, mein Nervensystem glücklich zu machen, sollte ich mir angewöhnen, ständig auch neue Bewegungen zu lernen. Wenn ich meinen Arm nur bewege, indem ich eine Hantel hoch und runter bewege, ist das für mein Nervensystem unheimlich langweilig. Wenn ich den Arm aber gleichzeitig benutze, um in meinem Handstand vielleicht mein Gleichgewicht zu halten, gleichzeitig Krafttraining zu machen, viele Sachen verbinde, dann wird das natürlich viel interessanter. So, dieser erste Gedanke ist jetzt natürlich überwiegend präventiv zu sehen, dass wenn man rechtzeitig anfängt, sein Gelenk in der kompletten Bewegung zu benutzen, wird man mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit weniger
oder eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, dass man Gelenkprobleme bekommt. Wie ist das jetzt aber, wenn ich schon vielleicht Gelenkprobleme habe? Tatsächlich natürlich nur in Rücksprache mit einem Mediziner, der euch genau halt eben untersucht und euch dort genau sagen kann, wo euer Problem liegt. Aber wenn ich mir jetzt wieder vorstelle, ich habe meinen Knorpel an der einen Stelle beschädigt, wo ich eine ständige Reibung drauf habe, dann machen jetzt viele Leute den fatalen Fehler, dass sie jetzt überhaupt keine Bewegung mehr machen, gar keinen Sport mehr machen, weil jede Bewegung natürlich schmerzhaft ist. Und fangen dann zum Beispiel an, angenommen, man sitzt im Kniegelenk, wirklich nur noch zu sitzen und erreichen damit tatsächlich eigentlich, dass genau die Ursache, die dazu geführt hat, dass ich diesen einseitigen Druck bekomme, dann auch noch weiter gepflegt wird. Ich könnte jetzt natürlich, indem ich die Muskulatur auf der anderen Seite trainiere, den Druck von dieser einseitigen Belastung vielleicht nach und nach leicht wieder runternehmen und dafür sorgen, dass hier keine Reibung auf diesem Punkt entsteht. Und ich selbst, wenn da der Knorpel an der einen Ecke schon beschädigt ist, dadurch, dass ich ihm die Belastung wegnehme, auch mir eine gewisse Erleichterung wieder verschaffen kann. So, meine Lieben, meine Zeit sagt mir tatsächlich, dass die Time jetzt abgelaufen ist für das Video schon. Wir werden hier schnell noch einen Nachfolgeteil mitbringen, weil dieses Thema wirklich einfach unheimlich wichtig ist, dass man einmal versteht, warum der Körper bewegt werden muss. Oftmals erlebe ich es, dass Leute, die sich wenig bewegen, dann Probleme kriegen, Schmerzen in den Gelenken und dann halt eben genau falsch reagieren, dieses Gelenk dann schon anstatt in sinnvolle Bewegungen unter guten Trainern halt eben zu gehen. Natürlich immer in Rücksprache mit den Ärzten und den eventuell Physiotherapeuten. Ja, aber ganz wichtig, bleibt aktiv. So, dass die Zeit jetzt leider schon rum ist. Mich hat neulich schon ein Freund darauf angesprochen, dass er den Eindruck hat, dass ich ungewöhnlich lange brauche, um auf den Punkt zu kommen. Vielleicht liegt das ein bisschen daran, dass wenn etwas jetzt auf Video festgehalten wird für die Ewigkeit, ungerne Fehler machen möchte. Und da ich versuche, die Texte möglichst einfach zu halten, man dann halt eben keine Fachwörter benutzen mag und so weiter und so fort, ist es manchmal gar nicht so einfach, auf den Punkt zu kommen. Ich bemühe mich, ich hoffe, es bleibt verständlich und wünsche euch bis zum nächsten Mal viel Spaß. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war unser KSA-Dienstag, der Theorietag, heute mit der Trainingslehre 1. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und hinterlasst uns einen Daumen. Dreimal die Woche sind wir für euch da. Am Dienstag um 16 Uhr mit dem Theorieunterricht, Donnerstag 16 Uhr mit der Bewegung der Woche und am Samstag um 16 Uhr mit unserer Online-Schulung. Bis zum nächsten Mal, euer KSA-Team.